Hi there und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Goddammit, yay, es ist soweit. Ihr habt lange drauf gewartet und es hat sich definitiv gelohnt. Denn ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd, wenn man das so sagt. Ich weiß es nicht, klingt ein bisschen komisch, aber okay. Code Veronica X. Dieses Spiel hat für mich zwei Highlights, also ich spiele das Ganze natürlich blind. Aber hab mich natürlich ein bisschen informiert. Und zwar, Highlight Nummer 1 ist, dass es auf der PS2 stattfindet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es noch ein Resident Evil der Oldschool-Variante gibt. Ich stell mal hier ein, weil sonst, wisst ihr, kommen ja irgendwelche Szenen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch ein Resident Evil auf der PS2 gibt, das sich an den alten Teilen orientiert. Ich habe gelesen, dass das Ganze für Dreamcast rauskam. Es sollte ja so ein bisschen Sega unterstützen. Und pipapo, dann gab es nachher zwischen Capcom und Sony einen Vertrag, weshalb dieser Teil nicht der dritte Teil ist. Der war nämlich als dritter Teil geplant. Aber durch diesen Vertrag hat dann Nemesis den dritten Platz bekommen. Er hat noch so Bronze bekommen. Yay, Nemesis, der alte Sack. Oh Gott. Auf jeden Fall wurde das Ganze dann für x verschiedene Konsolen rausgebracht. Ist dann auch auf dem Index gelandet. Gibt es aber jetzt im PSN, ne? Ich bin mir aber nicht sicher, ob es im deutschen Store gibt. Auf jeden Fall war das Spiel auf dem Index oder ist es noch? Hat hier aber, ja, Deutschsprache. Also Bahnhof. Naja, klar, ich meine, dasselbe Problem hatten wir auch bei Cold 4, ne? Ist ja logisch, die haben schon eine PAL-Version rausgebracht, ist aber schnell indiziert worden. Ich meine, die Entwickler konnten ja nicht, ja, schon okay. Mein Fehler. Auf alle Fälle, habe ich jetzt schon meine Highlights genannt? Nein, wir haben, zum einen haben wir, was ich auch schon in der einen Szene gesehen habe, wir haben Polygon. Wie haben sie das genannt? Polygon, Grafik? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir ein Standbild haben, wo sich der Charakter bewegt und dann kommt das nächste Bild, sondern es wirkt alles ein bisschen organischer. Und mein zweites Highlight ist natürlich, dass Claire wieder dabei ist. Yay, ich meine, Jill war auch ganz okay, aber ich weiß auch nicht, mein Herz schlägt irgendwie für Claire. Auf alle Fälle, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt den Sound natürlich wieder und so weiter und so fort. Ich hoffe, der passt. Ich konnte keine Waffen austesten, soundmäßig, weil wir in einer etwas misslichen Lage starten, so viel sei gesagt. Aber ich hoffe natürlich, es passt und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach genau, ich habe jetzt überlegt, ob ich Save States mache, sprich nach jeder Folge ein Save State setzen, damit wir nicht so viel nachholen müssen. Und im Gegenzug wollte ich auf schwer spielen. Das Problem ist, wir haben hier gar keinen Schwierigkeitsgrad, goddammit. Deswegen, ja, keine Ahnung, mal sehen, wie ich das mache. Wir starten auf jeden Fall erstmal das Spiel. Ich habe euch jetzt schon wieder genug vollgelabert. Let's go! Resident Evil. Evil! Very, very evil! The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-Virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Genau, das Ganze spielt ja 3 Monate nach dem Unfall. Sorry, das habe ich nicht erwähnt. 3 months later. Okay, jetzt hat er jetzt. Oh, er will mir die Show stehlen, der Erzähler. Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Thank you.
Don't move. Mit dem Feuerzeug könnte ich besser sehen. No shit. Also, Claire ist schon eine geile... What the shit. Ey, Claire, was ist los mit dir? Ja, weißt du... Ey, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Aber das Spiel hat sich gerade zweimal aufgehangen. Ey, da lobt man die Bitch einmal, ja. Ey, sorry, tut mir leid, dass ich im dritten Teil mit Jill abgehangen habe. Ich meine, du warst halt nicht da. Kein Grund, gleich mir den Korb zu geben. Was? Ja, RTL würde jetzt sagen, ab in die Psychiatrie mit dir. Aber wisst ihr was? I don't care! Ey, das ist echt ein Witz, was die Olle hier schon wieder mit mir macht. Übrigens, was ich sehr lustig finde, ist, das hat mich jetzt gerade voll aus dem Konzept gebracht, genau, siehst du, ich hab das gar nicht so gemeint, wie du denkst, ne, mit geile Sau. Ich meine nur wegen James Bond und so. Ich meine, das Spiel geht keine 5 Minuten und ach, okay. Weiber! Tch. Auf jeden Fall, was ich hier ziemlich geil finde, ist hier die Tatsache, dass wir hier endlich mal Angaben zu der heutigen Weiblichkeit haben. Die Größe, okay, ich würde sagen, sie ist so ungefähr so groß wie ich. 1,70, 1,69, ja, das kommt hin. Gewicht ist sie um 4 Gramm schwerer als ich, wobei aktuell nicht, aber das ist immer, ich weiß auch nicht. Das ist immer so, an einem Tag habe ich mal 52, am nächsten 54, dann wieder 52. Also ich denke mal, das kommt so in Blutgruppe 0. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn? Da muss ich gerade passen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, hä? Minus 1 oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, schön zu wissen. Nett, Claire. Auch wenn du mich jetzt wahrscheinlich immer noch hast. Spielanleitung, gucken wir mal kurz rein. Ich meine, wir kennen das meiste zwar schon, aber gut, wir gucken nochmal. Spielanleitung. Wenn Sie ein neues Objekt finden, sollten Sie es immer mit dem Check-Befehl untersuchen. Denken Sie außerdem daran, dass Objekte zu rotieren, um es... zu rotieren, um jetzt von allen Seiten untersuchen zu... Und, ja. Okay, ja, das hatten wir auch schon mal beim dritten so ein bisschen das Problem. Versuchen Sie Objekte zu verschieben. Mein Gott. Manchmal können Sie ein Objekt verschieben, indem Sie sich direkt frontal, ja, das ist auch klar, die schnelle 180-Grad-Drehung drücken und halten Sie gleichzeitig runter und die Abbrechen-Taste. Gut, wenn mir jetzt sagt, wie ich ab... Was ist die Brechtaste? Was ist die Kotztaste? Ja, gut. Nutzen Sie die Karte. Ja, nee, no shit. Klettern, hinabsteigen, ist auch klar. Boxen am Metalldetektor. Alle Gegenstände, die Sie in einer solchen Box im Gefängnis ablegen, können nicht mehr über das Inventar aufgerufen werden. Ja, das ist dann halt... Kennt man auch. Ja, gut. Wie gesagt, kein Schwierigkeitsgrad. Spiel hat sich schon wieder aufgehangen. Doch nicht. Was war denn das gerade? Ich dachte gerade, nee. Alles klar, da habe ich nur fantasiert. Feine fantasiert, ja genau. Wie betätigt? Mit X geht nicht, mit... Hä? Why won't you use that? Ja, du willst das... Wieso willst du nur das Blaue nutzen? Ja gut, muss ich nicht verstehen, oder? Auf jeden Fall,
Werden wir jetzt das Feuerzeug benutzen? Auch wenn ich... Ach, ich bin da oben, ich Volldepp! Ich wundere mich die ganze Zeit, wieso... Warte. Wieso ich das hier nicht bewegen kann? Ja, okay, dann macht das Ganze Sinn. Feuerzeug. Let's use. Ausrüsten. Ja. Oh nein, lass sie in Ruhe. Nein, kein Rape. Was ist los mit ihm? Perfect. Go on. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Was waren das gerade bitte für Pillen? Was? Blutstillmittel. Die Dose ist leer. Blutstillmittel. Ist das... Jetzt mache ich mich natürlich wieder in der ersten Folge zum Depp. Wofür sind Blutstillmittel? Ist das jetzt irgendwas für irgendwas, was ich dachte, dass jetzt vielleicht in dieser Zelle passieren könnte, was nicht anständig ist? Egal. Ich werde es nach der Folge googeln, damit es nicht ganz so peinlich ist. Auf jeden Fall liegt hier schön mal Pistolenmuni rum. Das ist ja wieder genial. Also so habe ich das Ganze jetzt natürlich verstanden. Aber es könnte natürlich auch nur daran liegen, dass ich Claire... Ja, egal. Obwohl ich ihr anderes Outfit besser fand, aber gut, es soll sich, wie gesagt, nicht in dem Let's Play hier komplett um Claire drehen. Also natürlich um alles rund um Claire, um die Ortschaften, aber ja, ihr wisst schon, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, ist das, hier, das ist übrigens das, was ich meinte, mit den Polygon-Dingsbums. Also bis jetzt war es immer so, wir hatten ein Standbild, dann sind wir drüber gelaufen, dann kam das nächste Bild, aber jetzt geht das Bild mit uns und das ist so die Neuheit an Code Veronica. Ich sollte vielleicht mal auf die Karte gucken, wenn ich weiß, wie man die Karte öffnet. Nein. Tür öffnet man mit X und Viereck. Ist ja interessant, dass wir zwei Türen dafür haben. Zwei Knöpfe. Dreieck, okay. Ja, habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das der richtige Weg war. Penn du mal. Liste der Gefangenen. Ich stehe an letzter Stelle. Am Ende des Textes steht der Name des Wächters. Umbrella Medicine Paris Leiter 3 Wachdienst. Rodrigo Juan I don't care. Seine Augen sind verschlossen. Er blutet noch. Ich sollte Blutstillmittel besorgen. Okay. Dann hat sich das auch schon mal geklärt, dass... Ja, ich meine Blutstillmittel. Was kann man da bitte dann schon wieder falsch verstehen, Herr Ravon? Ich weiß es nicht. Es hätte ja sein können, dass das... Ich meine, kommt schon. Wir alle kennen Capcom und wir alle kennen Claire. Okay, das soll jetzt nicht heißen, dass Claire das machen würde, aber... Oh Mann. Whatever, I don't care. Ich soll jetzt also Blutstillmittel besorgen. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Ich drück gerade wie bescheuert auf die Aktionstaste. Hier passiert nichts. What the shit? Viele verstreute Haare, es wird ja immer besser hier. Und dann wundern sich die Leute, dass... Oh, guck mal, ist das, was ich denke? Yeah, grünes Kraut, was ziemlich bescheuert aussieht, by the way. So ein bisschen, keine Ahnung. So wie im Herbst so, kurz bevor alles abfällt. Kurz bevor alles abfällt, auch nicht schlecht. Alter Schwede. Wir gehen dann mal hier weiter, bevor dieser Raum mich endgültig... zerfleischt mit meinen Gedanken. Durch meine Gedanken, whatever, I don't care. Da haben wir auf jeden Fall Insekten und noch mehr Pistolenmunition. Und das, guck mal, da ist sogar ein Wolf drauf. Oder ist das ein Wolf? Ich bin mir nicht sicher, I don't care. Nein, das war nicht die richtige Taste, sondern das. 30. Und da, warte mal,
Ja, nee, ist klar, das Ding ist zum Speichern, das brauche ich nicht lesen, hier ist ein Ingram, ja, das habe ich dann gesehen, nachdem ich das Teil angequatscht habe. Werde ich aber so jetzt noch nicht benutzen, ich meine, ist ja noch nicht viel passiert, ja. Ich meine, aufgrund der Tatsache, dass das Spiel gerade durch Fraps zweimal abgekackt ist, ohne Grund, werde ich wahrscheinlich Save States benutzen. Ja, sorry, aber das ist dann, es frustet einfach zu sehr. Auch wenn nichts im Spiel passiert, aber es ist halt, wisst ihr, das ist halt doof. Ich denke mal, ihr könnt das Ganze nachvollziehen, das ist doch nicht so schlimm. Und dann gehen wir mal die Treppen hoch. Passiert da was? What the shit? Wir haben den Slow-Mo aktiviert. Nein! Jetzt geht's wieder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist das so gedacht? Das kann ich ernst... Das dauert zu lange, okay. Ja, wie gesagt, Emulator und so, das, ich habe ja Safe States gesagt und das geht natürlich nur mit über Emulator und so. Was haben wir hier? Ein Transport-LKW, Benzin läuft aus. Ein toter Fahrer und sein Aktenkoffer sind zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, guck nach, ob im Aktenkoffer was drin ist. Vielleicht hat er gerade im Lotto gewonnen, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt nicht ehrlich auf dem Friedhof, oder? Das gefällt mir auch schon wieder ganz so. What the shit? Oh. Finger weg von meiner Claire. Gott verdammt, ich bring dich um. Nein. Wobei ich natürlich ihr Leben in der Hand habe, ne? Also. Das sah gerade schon leicht geschnitten aus. Habe ich ja auch noch nicht erwähnt. Tut mir leid. Code Veronica X. Falls ihr euch fragt, wofür das X steht, das ist eine überarbeitete Version. Wenn man so will, der Director's Cut und bietet zusätzliche Inhalte. By the way, das ist ziemlich asozial. Nein, 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 nein. Wie seid ihr doch ein Schatten, Mann? Ihr habt doch ehrlich gesagt einen Schatten. Oh. Also man sieht hier schon wieder leichte Slowdowns, hier leichtes Dings. Wie geht's dir, Claire? Mit Start, okay. Lalalala. Das, die Sache ist halt die. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nur Munition. Das ist ja nicht. Ich kann mich ja noch nicht mal wehren. Ich meine, ich könnte Patronen an den Kopf werfen. Ich meine, die Sache ist ja die. Die Pistole, die feuert Patronen ja mit Lichtgeschwindigkeit ab. Ich meine, wenn die gute Claire mit Lichtgeschwindigkeit werfen kann, dann brauchen wir keine Waffe. Ne, also. Die Vorstellung ist auch schon wieder genial. Eine menschliche Waffe. Shoot! Who are you? Mama? You're not a zombie. Well, great. Wait right there. I'm coming over. Wow. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. That's beautiful. I said I was sore. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey.
I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Wow, mir schwirren gerade so viele Gedanken um den Kopf, um diese Person. Zum einen, er hat eine SpongeBob-Stimme, erinnert mich ein bisschen an Tidus. Er sieht von der Frisur aus wie Lee aus Tekken, was ich sehr cool finde, aber er scheint ein bisschen überheblich zu sein. You only slow me down, oh, 'cause I'm a girl, I can't do anything else. I can't help you, but wir sind Claire, und wir werden dir zeigen, wie geil wir sind. Ich meine, man sieht's ja schon am Aussehen, aber wir werden dir trotzdem zeigen, wie geil wir sind. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge mal schauen, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner Anfang. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und wir sehen uns dann vielleicht im zweiten Part wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. See ya.